Ja. Braucht man im Moment nicht. Braucht man im Moment nicht. Deko im Bad. Wir haben dafür keinen Platz. Ja, die kann erstmal weg. So, der kann auch dahin. Und der hat schon gar keinen Platz mehr, ne? Dann muss der auch erstmal hier bleiben. So, aus Spaß. Hat er hier über der Toilette noch dieses Schild? Die Muschel hat hier auch keinen Platz mehr. Vielleicht kann ich da noch einen ganz, ganz kleinen Beistelltisch hinzaubern. Maus, du machst mich fertig. Zoom ran. Einen ganz kleinen Tisch. Ich muss mal kurz gucken. Oberflächen. So, da zeigt mal alles. So, es wäre auch ganz lustig eigentlich. Ich wäre wirklich was Kleines. Denn die Muschel ist ja eigentlich ganz süß. Was Kleines. Ein Zwerg mit einer Muschel drauf. Mal gucken. Das würde nur zeigen, dass er ein bisschen Humor hat. Da. Da ist ja die Muschel. Ja, das passt. Super. Die Ecke ist schon ziemlich dunkel, ne? Er kann aus Dekogründen noch hier diese Lampe haben. Okay. Die anderen Teile im Schlafzimmer, aber dann sind die ja ständig verspielt. Nee. Komm, er hat noch seine Lieblingsfrösche im Schlafzimmer. Seine Art von Humor. Und der Mülleimer, der muss aus Platzgründen leider noch hier hin. Anders ging's nicht. So, denke mal, ja. Er ist ja jetzt erst ein frisch gebackener Arzt. Er konnte sich noch nicht so viel leisten. Aber vielleicht Nachtlicht direkt überm Bett. So. Können wir hier so ein bisschen verstecken? So. Eigentlich ganz schick, ne? Er hat im Wohnzimmer genug Licht und in den anderen. Er braucht jetzt bloß noch die Dusche. So, die darf ich jetzt nicht vergessen. So. Ja, ich nehme auf, gut. War mir gerade gar nicht so sicher. Er möchte eine gute Dusche. Er hat sich das ja verdient. Dann nimmt er die hier. Jetzt geht das nicht wegen des Bildes. Hast du jetzt Platz? So. Vielleicht ein bisschen heller. Ja, genau. Okay. Dann hat er jetzt erstmal ein schönes Zimmer. Ich will mal gucken, ob man das auch noch größer machen kann. Ja. Er hat sich das so gedacht, da soll mal ein Pärchenfoto überm Bett sein. Aber bisher hat er ja noch niemanden. Erst hängt hier sein Bild. Und irgendwann soll daneben noch seine Geliebte sein. So. Da haben wir ein ganz bisschen Platz. Er bekommt noch eine schöne Pflanze. Er ist ja so ein bisschen romantisch. Und da hat er natürlich nicht nur einen Frosch im Schlafzimmer zu stehen, sondern auch was, was so ein bisschen nach Romantik aussieht. So. Er möchte auch, wenn er mal jemanden einlädt, dass derjenige sich sehr, sehr wohl fühlt. Gönne ich ihm jetzt noch einen Fernseher? Eigentlich braucht er keinen. Eigentlich wäre ein bisschen Musik besser.
Und entweder er muss die selber machen oder er hört sie. Ja, hört er Musik zur Entspannung? Ja, doch. Ich glaube, damit bin ich erstmal zufrieden. Dass das hier ein bisschen versifft ist, naja. Er muss es halt wieder schön sauber machen. Ich kann das hier noch ein bisschen verschieben. So, in der Hoffnung, die kommen hier noch ins Zimmer. Ja. Das ist doch eine ganz schicke Bleibe, ne? Da müssen wir uns bloß noch ums Dach kümmern. Das müsste aber ganz schön schnell gehen. So, das wird einfach nach drüben gezogen. Und dann kopiere es nochmal. Und nochmal kopieren. Und drehen. So. Und dann ein bisschen kürzen. Vielleicht ist das hier auch ein flaches Dach. Einfach der Optik halber. Und dann wird das genauso lang wie das hier. Okay. Und der Stein bekommt die gleiche Farbe von mir. So. Also schon recht modern gehaltenes, schickes Haus ohne Fenster. Oh Mann. Moment, Don. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Kriegt er so eine Öko-Fenster? Ich muss mal gucken, ob das passt. So der Tür müsste man dunkle Fenster nehmen, ne? Ach ja je, ich muss ja überall die Farbe noch hinzufügen. Was mache ich denn jetzt mit den Fenstern? Vor allem, ich habe ja jetzt hier eine Farbe gewählt. Aus welchem Pack ist denn das eigentlich? Öko-Pack. Ich muss mal gucken, ob ich Fenster finde, die da irgendwie zu passen. Kann er mal filtern. Kann ich euch auch nur empfehlen, bevor ihr verzweifelt filtert. So, nachhaltig, genau. Ich könnte mir nämlich vorstellen. Das wäre grau. Boah, die sind so hässlich. Ich könnte mir vorstellen, dass er diese Fenster verwendet, um ein bisschen mehr Licht reinzubekommen in das kleine Haus. Und so eins vielleicht fürs Bad. Und fürs Schlafzimmer nimmt er noch ein großes Fenster. Ja, dass die Front dunkel ist, war mir jetzt wichtig. Die anderen Fenster können gern ein bisschen heller sein. So. Dann kriegt er hier ganz wichtig in die Küche noch eins. Ich guck mal kurz, wie das aussieht. Das ist so. So. Für die Küche ist es genau richtig. So. Okay. Ja, hat einen Hauch von Moderne. Ich mache das mal noch ein bisschen rüber. Na komm schon. So. Das sieht komisch aus mit dem Sofa, ne? Das ist besser. Das ist da seine Tür. Er hat von jeder Seite Licht.